Hallo, liebe Gamer, ich bin Marcel, mache hier am Far Cry 6 PS5 weiter. Wir haben hier vom El Tigre haben wir hier drei Missionen bekommen. Medikamente und einen Helikopter. Wir haben zuerst noch hier müssen Flugabwehr zerstören, dann hier den Helikopter holen. Und hier sind, glaube ich, Medikamente, glaube ich. Los geht's! Sicher mitnehmen. Das wird beschlagnahmt. Alles klar. Oh, was zum Teufel? Oder was ist die Gie? Ich war hängen drauf. Das ist die beschlagnahme halt. Kein Problem. Was? Da jetzt habe ich mehr Leute. Nicht da. Ich kann schauen, was wir hier alles finden. Ziehen, Metall. Medizin. Starten.
Pass nur auf, dass du nicht runterstehst, wenn ich ihn runterhole. Okay. Muss ihn abholen. Da gut, da brauchen wir uns auch lang. Jawohl. Da können wir weiter drüber. Da bin ich. Wow! Was war denn das? Mina, lauf! Ah, lauf! Lauf! Oh, Komm mal, Licht ist gescheiter. Da können wir so viel Power nehmen, da kann man halb voll haben und die ganze Power ist nicht fort. Nein. Weißt du, ich habe nichts eigentlich. Der Helikopter schießt gleich auf irgendetwas. Ganz komisch. Ich kann aber nicht abkürzen oder was. So, mit der Nöpfe. Stop. Nee. Nicht wachen. Wir haben die Abkürze. Ah, okay, doch.
Lieber der Kiste. Das hier dürfte dich interessieren. Was gibt's? Erzähl. Wir werden heute die Armee überfallen. Kämpfe mit uns und wir zeigen ihnen, was für Guerilleros El Este zu bieten hat. Sehr nett von dir. Ich habe gar keine Zeit. Hey, ein Supremo-Kleber haben wir da wieder. Geht nicht. Schwanger Park kann ich besser sein, der schnell auf kurze Distanz kann einsetzen. Probierst gar nicht. Ja, ich sag dir, ich bin ja da. Das Land ist verschwindig. Okay, los geht's! Balapinga, el tigre, die Faust der Revolution. Ich will ein Autogramm. Como te llamas, señorita? Honron. Ich bin bei La Moral. La Moral. Terroristas. Honron, das ist Lorenzo. Ich weiß, wer das ist. Ich glaube, das Wort, nach dem er sucht, war Guerilla. Ihr seid keine Guerilla. Ihr seid eine Straßenbande. Wenigstens verstecken wir uns nicht in den Bergen, während die Welt untergeht. Habt ihr gesehen, was da unten los ist? Seht euch mal eine Bio-Wiederanlage an. Traut euch. Anarchisten haben Legenden nichts zu sagen. Me entiende? Genug, Lorenzo. Nein, weißt du was? Fickt euch. La Moral behält die Vorräte. Das ist unsere Revolution, nicht eure. Ein Bauer ist heute ins Kreuzfeuer geraten. Er hat eine Kugel im Bauch. Ohne das hier wird er nicht bis morgen überleben. Lucky Mama. Viele der Kugeln, die ich raushole, sind von La Moral. Es macht einen Unterschied, ob man mit Waffen spielt oder in der Revolution kämpft. El Tigre. Si.
Vorträge können Sie gut. Wenn die Abuelos in einem Museum leben wollen, meinetwegen. A quien le importa. Aber ich nehme mir ein paar Souvenirs. Lass uns reden, wenn du Zeit hast. Okay. Hat er die Mission abgeschlossen? Ist das abgeschlossen? Deine Medizin? Du wolltest mich sprechen, Lucky? Ich glaube nicht, dass Lucky Mama. Du müsstest meinem Patienten in Savannah sagen, dass ich ein Problem mit Ärzten und sie behandeln kann. Ich weiß. Du meinst die Vorräte, die Dani und von Wolf gebracht haben? Genau. Hat den Spray die Mission identisch gesehen? Komm, kurz erzählen. Dani, warum? Ich zu diesen Anziehungen muss die Legende habe. Verschwinde deine Zeit. Vergessen, wir befreien El Este mit ihnen oder auch ohne Nora sie. Zusammen du musst mit meinem Boss sprechen, Yelena. Und du musst dir aus der Nähe ein Bild von uns machen. Wollen. Der Geh in El Agujero vorbei. Das ist die krasse Basis von La Moral in Concepción. Sag dem Türsteher Folgendes. Muerto el perro, se acabó la rabia. Sag Yelena, dass du auf dem Weg bist. Boah, das ist ja sehr weit. Das ist extrem weit. Das ist ein bisschen weit. Wir machen zuerst seine Mission. Sanger bringt es fast nicht so weit über jetzt. Ach, komm schon. Ah, ist nicht so weit, Tigre. Also, richtige ist die Bühne, sagt er aus 1000 Worte, 1000 Lügen halt, nicht Worte. Und es war klug, La Moral. Keiner weiß wirklich, was hinter den Mauern dieses Bio-Einrichtung vor sich geht. Denn John Noor recht hat, dass das sie das Gemäß den gefangenen Parias dort wahre Dinge antut. Auch zu Beweisfoto. Lorenzo muss sie sehen. Ich ihn ein bisschen daran erinnern, wofür okay. Ich hoffe, du kannst deine Kamera. Das ist Annika Dominique. Ein Löcher als andere. Aber auch nicht wirklich. Ein Löcher. Vielleicht hast du da mit dem Ding zu. Für faire Distanz haben wir cool gemacht. Überqueren hier. Vielleicht noch den Staudamm oder etwas. Ja, was ist denn das? Erste Mal ist der Ost. Botszone. Mongo Jagdgebiet. Gar nicht da. Baby Tigre, wo du gerade bei der Anlage bist, ich möchte, dass du jemanden für mich suchst. Wen? Sie heißt Gabriela und stammt aus dem Fischerdorf. Sie hat uns Essen und Vorräte gebracht. Lorenzo hat sich immer über ihre Tattoos und die gefärbten Haare lustig gemacht. Wir haben uns über ihre Besuche gefreut. Aber irgendwann hat sie uns eröffnet, dass sie Yara verlassen wird. Danach kam Gabriela nie wieder. Mein Nachbar glaubt, dass er sie bei Bio wiedergesehen hat. Tattoos und gefärbte Haare. Ich halte die Augen offen. Gracias. Ich fürchte, dass was Schlimmes passiert ist. Okay, Fotos machen. Durchsuche die Bio Vita Lage nach Binnenreisen. Mit Stilfels Uchen kannst du die Hände herauszahlen. Nimm die Ziel als Visier und noch ein Foto mit. Ja, das wissen wir. Okay.
vorsichtig sein. Meine Namen, Yagara. Wenn ihr eure Augen schließt und an das Wort Paradies denkt, was seht ihr da? Komm, Bum Bum, los jetzt! Seht ihr Feuer und Blut? Seht ihr Leid und Schmerzen? Das war es, was die Mörder von 67 Jahren hier gehört und machten. Habe ich nichts gerechnet. Da gibt es wieder Trophäe. Okay. Scheiße, genau in die Laterne rein. Aber nur so Pech. Kanone da. Gib doch da, hallo. Nehmen wir zu uns. Ui, der hat ein verletzt zu uns. Hey, gib doch nicht. Nein, das gibt's nicht. Wow, aber Hurenfuhr hat ausgehalten. Suche die Biotanlage nachweisen mit Schüchchen zurückdrücken, das Kamera, also das Handy herausholen, mit Reisszielen ans Visier und mach Fotos mit der Reise. Okay. Baby Tigre, wo du gerade bei der Anlage bist, ich möchte, dass du jemanden für mich suchst.
Wen? Sie heißt Gabriella und stammt aus dem Fischerdorf. Sie hat uns Essen und Vorräte gebracht. Lorenzo hat sich immer über ihre Tattoos und die gefärbten Haare lustig gemacht. Wir haben uns über ihre Besuche gefreut. Aber irgendwann hat sie uns eröffnet, dass sie Yara verlassen wird. Danach kam Gabriella nie wieder. Mein Nachbar glaubt, dass er sie bei Bio wiedergesehen hat. Tattoos und gefärbte Haare. Ich halte die Augen offen. Gracias. Ich fürchte, dass was Schlimmes passiert ist. Ist der Vorsichtige? Sie. Okay, ich habe ganz bestimmt was gehört. Ich sehe dich, Ingenieur. Die Geräusche kamen von da drin. Ich habe kein gutes Gefühl an diesem Ort. Ihr kennt ihre Namen. Ihr habt gehört, wie sie beim Essen oder einer Partie Domino geflüstert wurden. Ihr seht sie an die Wände von Yara gesprüht. Libertad, La Morale, die selbsternannten Legenden von 67. Aber es ist an der Zeit, sie als das zu bezeichnen, was sie sind. Saffin, Haare. Machete-Creme. Reagiert nicht, was angezeigt wird. Was? Davon gibt es einen Film? Okay, da sind wir da im Raum hin. Da habe ich noch die Sachen mit.
Ey, wo kommst denn du her? Ina. Gang Ina. Nein, das gibt's nicht. Mir kann nicht Ina, ist super fies. Blockiert. Ah, oh, fies.